Würdest du eher in einer Wüste oder im Meer verloren sein? Um diese und viele weiteren Fragen geht es im heutigen Video, denn ich spiele heute endlich mal wieder Would You Rather. Also ich bin ganz ehrlich, ich würde hier ganz klar die Wüste nehmen und bin damit auch in der Mehrheit. Einfach durchgespielt. Nee, aber es macht ja Real Talk mehr Sinn, weil im Meer hast du so viele Sachen, die unter dir sind und in der Wüste weißt du zumindest, okay, wenn ich gehe, geht's dahin, vielleicht hier und vielleicht hat man die Chance, eine Fata Morgana mal zu sehen und dann sieht man da so ein McDonald's oder so an der Ecke. Würdest du eher keine Augenbrauen haben oder eine Augenbraue haben, hä? Dann gar keine. Bruder, ich dachte heute alles richtig. Würdest du eher Haifischzähne haben oder gar keine Zähne haben? Dann lieber Haifischzähne, 83%. Ist doch chillig, Alter, kannst du alles einfach zerbeißen. Würdest du eher nie wieder heißes Essen essen können oder niemals eine heiße Dusche haben können? Ich glaube, nie wieder eine heiße Dusche. Auch wieder Mehrheit. Guck mal, ich hatte einmal, habe ich mich kurz verirrt in eine falsche Statistik hier rein. Ich weiß auch gar nicht, ob die Zahlen echt sind, bin ich ganz ehrlich. Würdest du eher ein berühmter Rockstar sein oder ein berühmter Filmstar? Ich glaube, es ist beides nicht so ganz entspannt. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann glaube ich ein Filmstar. Ich sag euch. Ab jetzt wird alles richtig sein. Würdest du eher schlechte Ratschläge geben oder schlechte Ratschläge erhalten? Die Sache ist, dass ich mir mit Ratschlägen eh nie so treu bin. Also wenn mir jemand das und das empfiehlt, ist es mir eigentlich relativ egal. Weil schlussendlich entscheide ich ja, was ich mache oder nicht. Von daher würde ich eher schlechte Ratschläge erhalten, glaube ich. Mehrheit. Würdest du eher einen Berg besteigen oder Fallschirmspringen? Bruder, lass mich auf den Berg gehen. Das ist gelogen. Die beantworten das nicht ehrlich. Die denken, Fallschirmspringen ist cool, aber nee, Bruder. Fallschirmspringen? Größter Selbstmord. Würdest du eher auf einer Party unsichtbar sein oder das Leben der Party sein? Nee, lieber unsichtbar. Ist doch übel stressig, wenn du voll im Mittelpunkt stehst. Würdest du eher 50 Chicken Nuggets essen oder 6 Big Macs? Boah. Ich glaube 50 Chicken Nuggets, ja. Die sind zwar bodenlos und ich esse sie auch nicht mehr, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann definitiv das. Würdest du eher mit den bloßen Händen gegen einen Wolf kämpfen oder mit einem Schwert gegen einen großen Bären? Mit dem Schwert? Ein Wolf ist ja viel agiler sogar nochmal als ein Bär, also das war klar. Würdest du eher $1000 zahlen, um nie wieder eine Werbung sehen zu müssen oder weiterhin Werbung anschauen? Werbung anschauen. Also, ich bin ganz ehrlich, Werbung ist ja für jedermann gut und ich selber erfahre auch viele Dinge nur durch die Werbung und weiß dann, okay, jetzt habe ich das gesehen, das ist cool, das will ich jetzt haben und so, so funktioniert ja alles. Also ich finde Werbung, wenn sie gut ist, echt nice. Ich liebe auch die Kinowerbung immer vor einem Film. Ich komme immer pünktlich, nur um die Werbung zu sehen. Okay. Würdest du eher ein glücklicher Versager sein oder unglücklich erfolgreich? Nee, glücklich. Wir sind in der Minderheit. Ey, Glücklichkeit, lasst euch das wirklich gesagt sein, ist immer das Wichtigste. Würdest du eher eine Limousine haben oder ein Cabrio? Nee, Bruder, keine Limousine. Ey, also Cabrio bin ich auch nicht so ein Riesenfan von, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann definitiv Cabrio, weil mit Limousine Parkplatz, mashallah, das geht gar nicht. Würdest du die reichste Person der Welt sein oder eine Superkraft deiner Wahl haben? Boah. Nee, lieber die reichste Person der Welt. Digga, gib mir alles Geld der Welt. Dann brauche ich doch keine Superkraft mehr von wegen, ja, was sucht ihr euch aus, dass ich fliegen kann? Ja, kauf mir ein Privatjet. Dass ich unter Wasser atmen kann, kaufe ich mir ein U-Boot. Dass ich zum Mond fliegen kann, kaufe ich mir eine Rakete. Wenn ich der reichste Mensch der Welt bin, kann ich alles machen. Würdest du eher keine Knie haben wollen oder keine Ellenbogen? Weil, was? Die sind, ich glaube, keine Ellbogen, weil Knie ist schon, ja, Mehrheit. Die Knie sind unser wichtigstes Gelenk, weil darauf stehst du ja. Vielleicht ist es auch gar nicht unser wichtigstes Gelenk, aber ich habe es einfach mal gerade so beschlossen. Würdest du eher im Alter von 10 Jahren heiraten oder überhaupt nicht heiraten? Nee, dann überhaupt nicht, Digga. Dass wir so knapp in der Mehrheit sind, hätte ich nicht gedacht. Weil mit 10 Jahren, dann committest du dich ja mit 10 Jahren nur noch mit dieser, das ist, also da hast du ja die besten Jahre noch vor dir. Nie ein Auto besitzen oder nie ein Haustier besitzen? Boah. Ich liebe Autos. Aber ich liebe auch Hunde. Ich mach zufällig. Was habe ich gedrückt? Nie ein Auto. Egal, wenigstens glaube ich dann Hund. Würdest du eher ein 5-minütiges Bad nehmen oder eine 10-minütige Dusche? Digga. Auf jeden Fall die Dusche.
Das macht doch gar keinen Sinn. Ich hasse Baden und das mit der Dusche dauert sogar noch länger. Ist doch, also klar, ich hasse Baden so doll, dass ich in meiner Kölner Wohnung die Badewanne einfach rausgerissen und verkauft habe. Also, ne, damit ihr mal wisst, wie sehr ich Baden wirklich verabscheue. Würdest du eher wahre Liebe finden oder 10 Millionen Dollar gewinnen? Gib mir das Geld. Was für Liebe. Würdest du eher eine Dusche haben, die dich 7 Tage lang sauber hält oder ein Bett haben, das dir eine volle Nachtruhe in einer Stunde ermöglicht? Digga, das Bett. Ist euch mal aufgefallen, dass wenn man 8 Stunden pro Nacht schläft, das einfach ein Drittel vom Tag ist? Ein Tag hat 24 Stunden. Das heißt, wenn man jeden Tag 8 Stunden schläft, schläfst du ein Drittel deines Lebens. Wenn man 80 Jahre alt wird, heißt es, du schläfst 26 Jahre. Ich hätte so gerne eine Pille, dass ich nie wieder einen Kater bekomme. Oder ich hätte gerne eine Pille, dass ich unter Wasser atmen kann. Nee, Bruder. Gib mir eine Pille, dass ich keinen Schlaf brauche. Das wäre das Krasseste der Welt. Würdest du eher zelten gehen oder nach Las Vegas? Digga. Hä? Also da ist Real Talk gerade die Frage gestellt worden, ob man lieber die ganze Nacht in der Gefahr wäre, von Wölfen aufgegessen zu werden, Zecken zu bekommen, irgendwie aufwacht um 4 Uhr morgens, weil dann die Sonne schon aufgeht oder weil irgendwelche Wanderer um die Ecke kommen. Oder du fliegst nach Las Vegas, chilliger Ort, gehst ins Casino, schläfst in schönen Hotels, gehst geil was essen. Würdest du eher niemals altern oder niemals sterben? Ich glaube, ich würde niemals altern nehmen. Ich will gar nicht unsterblich sein. Ich glaube, irgendwann, wenn man dann so 80 oder 90 werden könnte, also kann man ja, aber ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Lebensstil schaffe. Ich glaube, dass wenn du dann so gesehen hast, dass deine Kinder erwachsen sind, dass deine Kinder vielleicht auch schon Kinder haben und dass viele Freunde von dir vielleicht auch schon gestorben sind, dass man dann auch gar keinen Bock mehr so richtig aufs Leben hat. Und dass man dann wirklich denkt, okay, ich habe es geschafft, mein iPad hat 10% Akku und dann kann man auch guten Gewissens sterben. Deswegen, also... Also altern ist mir auch egal, aber ich will halt einfach wirklich nicht unendlich alt werden. Jeden auf der Welt persönlich kennen oder in der Lage sein, mit Tieren zu kommunizieren. Oh. Ich glaube, ich würde lieber jeden auf der Welt persönlich kennen wollen. Die würden eher mit so einem Nacktmull reden wollen, als dass Donald Trump dir auf der Straße einen Check gibt. Dann läufst du an Angie vorbei, die sagt, Moin Luca, was geht? Hä? Bei Justin Bieber auf Barbecue eingeladen werden, hier dann wieder um die Welt jetten in Australien, mit dem Bürgermeister irgendwie einen Kaffee trinken. Bruder, was jucken mich Kängurus, Nacktmulche und irgendwelche Ratten, mit denen ich reden könnte? Aber gut, meine lieben Freunde, an der Stelle würde ich das heutige Video jetzt auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich habe, glaube ich, den vercracktesten Mikrofonarm von allen YouTubern in Deutschland, aber... auch ein neues Video auf dem Zweitkanal heute hochgeladen. Könnt ihr euch da anschauen. Oder hier meinen Kanal abonnieren. Würde ich nicht machen, weil es ist halt scheiß Content.